So, guten Morgen in die Runde. Nun wollen wir doch mal sehen. Wir werden uns heute auch mal an das, oder ab heute auch an das Regelwerk halten. Nämlich, dass wir uns morgens so eine halbe Stunde ungefähr um Euro pro kümmern und dass wir uns vielleicht einen kurzen Überblick im DAX verschaffen, was am Tag passieren kann, aber eben relativ kurz. Und dann werden wir uns um den DAX am Nachmittag kümmern, um DAX und DAO. So. Kurze Information. Ja, ich habe hier eine Short-Position drinne. Grund war der Fehlausbruch hier und dann hier der wiederholte. Hier diese Umkehrformation habe ich benutzt. Stop ist automatisch da oben hingesetzt worden. Ich gebe ihm dann immer ein bisschen Luft. Ich habe damit gerechnet, dass das hier nochmals ein Fake wird. Aber die Kerze hier hat jetzt oberhalb von dem Zielbereich geschlossen und dann wird mir die Geschichte zu wankelmütig. Und deswegen habe ich den Stop jetzt nachgezogen über dieses Hoch, weil wenn wir hier oben drüber kommen, haben wir außerhalb oder oberhalb von diesem Zielbereich hätten wir hier oben drüber jetzt eine Aufwärtstrenddefinition und damit muss ich diese Position mit 4 Punkten verlassen. So, dann der Ton ist da. Oder? Und genau um diese Setups und so werden wir uns kümmern. In Zukunft, auch am Morgen. Das sind unsere morgendlichen Setups, die wir handeln wollen. Wir wollen die Zielbereiche uns morgens anschauen und wir wollen uns um Euro pro kümmern. So. Jetzt kommt die Kombination, wenn wir sagen, okay, guckt euch den 5 Minuten an. Es ist 52, wenn wir noch ein bisschen Zeit. Aber wir haben in der übergeordneten Zeit eine schöne Umkehr. Die könnte unsere Position jetzt nach vorne spülen. Und damit liegt unser Stop jetzt da oben genau richtig. Ich sollte überlegen, ob man nicht hier unten direkt aussteigt. Aber diese Position ist im Haupttrend. Da. Wir bewegen uns schön konstant abwärts, auch wenn wir hier gerade so ein bisschen rumflaggen. Wir bewegen uns in Richtung des Haupttrends und deswegen lasse ich mein Take-Profit da unten liegen. Wenn er hier hinläuft, die Nummer hier anläuft, würde ich meinen Take-Profit sogar wegnehmen oder weiter wegziehen. Wenn man tageszielorientiert arbeitet und sagt, okay, man will nur noch sein Tagesziel irgendwo kriegen, dann sollte man überlegen, hier unten auszusteigen. Wir haben es kurz vor 8, wer hat den Wirtschaftskalender geguckt? Okay, ihr habt hier unten ein Feld, wo ihr Dateien downloaden könnt. Dort habe ich eine PDF hingelegt.
Die könnt ihr euch runterladen, wenn ihr wollt. Das ist die Anmeldung zu unserer tausendsten Veranstaltung, wird aber heute im Laufe des Tages nochmal per Mail verschickt. Da haben wir ihn. Das ist der Kalender heute. Um 10 kommen ein paar Zahlen aus Deutschland und dann ist Ruhe bis 16 Uhr. Also so doll wird das heute nicht. Ja, wie ihr seht, die Positionsgröße haben wir runtergefahren. Wir handeln diese Position gegen Euro Pro, mit Euro Pro und Zielbereichen in der Kombination fahren wir die Positionsgröße hoch. Wenn wir, so wie hier, uns dagegen stellen, fahren wir die Positionsgröße runter. Wir wollen aber auch trotzdem auf so eine Position nicht verzichten. Ihr habt auf der rechten Seite irgendwo so ein Fenster, wo drin steht Unterlagen. Dort könnt ihr euch diese PDF runterladen. Das ist eine ausfüllbare PDF und dann könnt ihr die ausfüllen für die Leute, die sich Plätze hier vor Ort sichern wollen. Wir werden mal noch zwei Sachen, die werden ebenfalls heute in einer Mail kommen. Wir haben eine neue Support-Telefonnummer und eine neue E-Mail-Adresse. Findet ihr ebenfalls hier unten drinne. Okay. Ja, ich beziehe mich auf das Citrix-Fenster. Danke, Eduard, für den Hinweis. Es bezieht sich auf das Citrix-Fenster, wo ihr Dateien downloaden könnt. Da habt ihr so ein Feld Unterlagen und dort könnt ihr das runterziehen. Und ihr habt auch hier ein Chat-Fenster. Und die werde ich jetzt mal ebenfalls hier reinsetzen. Wir haben eine neue Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, gerade für die, die so, da habt ihr auch hier im Chatfenster die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse für unseren Support. Ich möchte euch bitten, wenn irgendwelche Fragen sind, nicht immer sofort bitte anzurufen. Das nimmt so, schmeißt unseren vereinbarten Terminkalender oder unseren Terminkalender durcheinander, dass wir vereinbarte Termine nicht einhalten können, weil wir irgendwo im Telefonat sitzen. Bitte zieht ein Ticket, wer noch keine Zugangsdaten hat oder wer die vergessen hat. Schickt uns bitte eine kurze Mail, dass ihr die Zugangsdaten
fürs Ticketsystem neu braucht oder nochmal braucht, dann schalten wir euch die frei. Das funktioniert wieder und dann kriegt ihr die neu zugesendet. Moin, ich würde gerne am Freitag kommen. Hast du da wieder ein Kontingent an Zimmern im Hotel geblockt? Ja. Wer nach Göttingen kommen will vor Ort, bitte, wenn ihr im Hotel das Zimmer bucht, einfach dort anrufen und dann Bescheid sagen, dass ihr zu dem tausendsten Event von, oder dass ihr zu Volkspro-Systeme wollt, dann wird das Zimmer vom Kontingent genommen. Und dann ist auch ziemlich sicher, dass ihr ein Zimmer bekommt. Ja, die Plätze für den Freitag sind sehr begrenzt. Die für das Seminar nachher am Sonntag und Montag sicher auch. Aber auch für den Freitag, für den Freitagabend, die Plätze sind begrenzt. Deswegen ist auch unsere Community hier zuerst dran. Ihr kriegt als erstes die Unterlagen hier zur Verfügung gestellt. Könnt euch damit anmelden. Der Rest erfährt es heute im Laufe des Tages. So richtig tut sich hier natürlich nichts. So, kümmern wir uns mal ganz kurz hier drum, will ich gar keine großen Worte machen. Wir gucken uns ja viel am Freitagabend an. Freitagabend werden wir mal ein Analysewebinar machen. Dieses Analysewebinar habe ich gestern per Mail rausgeschickt. Die Serie werden wir starten. Ich hoffe, dass wir die auch dieses Jahr noch zu Ende bringen. Wir werden es in 4 Stufen machen. Wir werden uns um alle Setups, die ich mir im DAX analysiere und die ich mir im DAX suche, werden wir in 3 verschiedenen Stufen, wenn wir die an praktischen Beispielen durchgehen. Ich werde genau erklären, wie ich was handle. So. Wir haben den Bruch gestern vollzogen. Wir sind gestern über die 10,8 nach oben gegangen, nach oben durchmarschiert. Schlusskurs war unter der 10,8. Damit hat sich an meiner Grundeinstellung erstmal noch nichts geändert. Allerdings ist der DAX ziemlich stark geworden gestern. Die neutrale Kerze, wenn die heute hier nicht nach unten bestätigt wird, das heißt, dass wir heute einen tieferen Schlusskurs haben als gestern, würde ich sehen, einen Notausstieg am Entry zu suchen. Dann wäre das heißt, wenn er runterläuft, wir haben die Position bei 10,620 angefangen aufzustocken, haben das Aufstocken bis 10,57 durchgezogen und haben jetzt einen Durchschnittseinstieg von knapp unter 10,7. Das heißt, wenn wir jetzt runtergehen an die 10,650, dann würde ich dort unten sehen, dass wir eventuell einen Notausstieg suchen und auf jeden Fall die Position dort absichern. Aber dazu etwas mehr heute Nachmittag und den Rest am Freitag. Warum, wieso, weswegen und warum wir überhaupt so handeln, wie wir handeln. 8.03 Uhr. So, die Position ist durch. Nein, ich wollte ihn nicht bis da hochlaufen lassen. Das waren jetzt irgendwie 4 Punkte, die ich jetzt verloren habe. Und ich wollte ihn nicht bis hier hochlaufen lassen, weil jetzt kann es durchaus sein, dass er hier hingeht, eventuell sogar noch bis an die 90 geht. Und ich steige lieber hier mit 4 Punkten aus, als da, das wäre nochmal 5 dazu, dann wäre ich hier oben irgendwo mit 9 oder mit 10 Punkten dabei. Das kann ich jetzt lieber abwarten, wie sich die Geschichte entwickelt und suche mir die nächste Umkehr. Der nächste Punkt, den ich an alle richten will, die hier anwesend sind oder auch nicht anwesend sind. Dem einen oder anderen habe ich gestern schon dazu eine Mail geschickt. Wir haben uns am Wochenende, habe ich mir die Arbeit gemacht und habe mal ein paar Konten oder ein paar Positionen auseinandergepflückt.
und haben mir so ein paar rausgepickt, die, sage ich mal, jetzt nicht so erfolgreich unterwegs. Die nicht so erfolgreich unterwegs sind. Ich will jetzt keine Namen nennen, das wäre jetzt auch nicht ganz fair, aber ich habe gesehen, dass viele von den, ja, ich pflücke nur Live-Konten auseinander, zu den Demo-Dingern habe ich auch keinen Zugang und finde ich auch Quatsch, weil wenn jemand im Demo unterwegs ist, weiß ich nicht, meint er das ernst, trainiert er gerade auf der Plattform oder spielt er hier gerade ein bisschen rum, nur um den Stereo-Trader zu testen, oder hat er eine ernsthafte Position nach Euro Pro gesetzt, oder hat er sie nach Zielbereichen gesetzt? Das kann ich nicht. Das geht auch einen Tick zu weit. Aber was mir aufgefallen ist, dass etliche Leute dazwischen sind, die sehr sauber nach Euro Pro Position handeln oder ihre Position im Euro handeln. Und das auch gar nicht so schlecht, auch wenn da ein paar Klinken dazwischen sind. Aber die Positionen im Euro werden oft gut gehandelt und im DAX wird die ganze Geschichte über den Haufen geschmissen. Das heißt, da sind wirklich gute Händler dabei, die Euro Pro verstanden haben, auch aus den letzten Seminaren. Was mich natürlich freut, wenn die Performance dann besser ist als vorher. Wir haben ja Kontakt zu vielen Leuten, die vorher nicht so doll waren, nach dem Seminar sich wenigstens verbessert haben. Auch wenn sie vielleicht im Großen und Ganzen noch im Verlust sind, aber auf jeden Fall besser handeln. So, dann sind sie auf dem Weg nach vorne, haben den Euro verstanden, handeln diszipliniert, vielleicht am Tag 3, 4 Positionen, machen hier ihre 12, 13 Punkte und hauen im DAX 25 Punkte nach hinten. Ich sage jetzt keinen Namen, aber ich sag mal, wir haben so ein paar Sachen dazwischen, wo wir sehen, dass einer von seinen Gesamtverlusten, die er gemacht hat, ich glaube, das darf ich hier sagen, da niemand weiß, wer es ist, von seinen Gesamtverlusten, die er gemacht hat, 25% im Euro-US-Dollar gemacht hat, aber 75% im DAX. Und die Trades im Euro-US-Dollar, die fachlich richtig waren, sogar schön sauber durchgelaufen sind, das heißt kleine Verluste und doch die Gewinne teilweise größer. Und 75% der Verluste aber im DAX hinnehmen mussten. Warum? Auch dazu wohl mehr am Freitag, wenn es dann ernsthaft dazu geht. Wir werden uns in dem Analyse-Webinar darauf stürzen, wie wir DAX und DAU und so weiter analysieren. Wir werden da mehrere Sachen mal auseinanderpflücken. Frage kommt hier, was ist der Grund, warum du kein Long bei Euro-US-Dollar eingehst, weil wir sehen, wie die Kraft hier Long sehr schwach ist. Und, okay, machen wir das mal so. Wir sehen, dass wir uns hier nur in einer bärischen Flagge bewegen. Und wir holen uns meistens genau in solchen Situationen eine blutige Nase. Gehen wir mal ein bisschen grober vor hier. So, selbst hier können wir drauf lauern, dass er den Kanal hier erstmal bestätigt und wir werden diese
Short-Nummer, die wird immer schneller laufen als die Long-Nummer. Wir sind hier im 5-Minuten-Chart, also das ist jetzt kein Hexenwerk hier, wieder bis zur 68 zu kommen. Das sind gerade 30, 40 Punkte bis hier runter. Und wir sehen, dass wir hier, guckt euch die Kerzen an, Dochte, Dochte, lange Lunden, dass wir uns in der Korrektur bewegen. In der Bewegung sehen Kerzen anders aus, nicht so. Deswegen vermeide ich für mich, also das muss ich mal ganz am Rande erwähnen hier. Das heißt ja nicht, dass was wir hier machen, was ich hier mache, Gesetz ist. Ich erkläre hier nur, wie meine Denke ist, wie ich daran gehe. Und ich habe nachdem, wenn ich so auf die Chartbilder gucke, das werden wir ja am Freitagabend mal zusammen tun, da einfach mal drauf gucken, wie man sowas dann sieht. Daraus ziehe ich mir meine Gesamtmeinung und dann entscheide ich, ob ich so eine Position eingehe oder nicht. Und Long ist für mich hier im Moment nicht, kommt nicht in Frage. Damit kann ich aber nicht umgehen. Kann man das Analyse-Seminar auch für den Euro nutzen oder ist das Seminar für DAO und DAX-Händler? Nein. Also, Ziel ist es, dass wir viele, viele Anrufe kriegen, die immer sagen, ja, du hast jetzt hier geschrieben, du willst an die und die Marke. Du fängst an bei, nehmen wir mal als beim DAX als Beispiel, oder nehmen wir mal den Euro als Beispiel, wo ich im Sommer erzählt habe, dass ich bei 1,1236 eine Position geschortet habe, was vorher auch feststand, wo ich aus Versehen die zehnfache Position genommen habe, wo dann die Fragen kommen, ja, wie kommst du auf die 10? 1,1236. Wie kommst du dazu, diese Nummer genau so zu handeln? Wie kommst du da und da drauf? Wie kommst du auf die und die Marke? Mein Ziel ist es nicht, den DAX hier auseinander zu pflücken oder den DAO hier auseinander zu pflücken. Überhaupt nicht. Es richtet sich auch nicht an Händler vom DAX oder vom DAO, sondern es ist einfach die Art und Weise, eine Sichtweise zu vermitteln, so wie ich an so einen Markt rangehe, wenn ich analysiere. Ich werde versuchen, ein paar Grafiken vorzubereiten. Das wird aber nicht so viel, sondern wir werden sehen, dass wir die Märkte nach, ich handle, in der Regel handle ich drei, maximal vier bestimmte Setups. So, und danach, nach diese drei oder vier Setups, die werden wir in den drei Webinaren von vorne nach hinten durchforsten. Das heißt, wir werden die Charts danach durchkämmen. Und das ist egal, ob wir uns das im DAO angucken oder im DAX oder im Euro, weil die Regelwerke, die wir anwenden, die sind nicht an ein Werkzeug geknüpft, sondern die sind einfach marktüblich. So. Oh, Freitagabend kann ich echt nicht einrichten. Wird das aufgezeichnet zum Herunterladen? Dann musst du eben mal am Freitagabend nicht zum Stammtisch gehen. Ganz einfach. Muss man Prioritäten setzen? Nein. Also, ich hoffe, ihr werdet mich daran erinnern, das Webinar wird aufgezeichnet. Ja. Und ihr könnt es danach noch 3 Monate von unserer Homepage streamen, das heißt, wo haben wir das jetzt hier, da haben wir im Wirtschaftskalender, in dem Moment könnt ihr dann hier unter Wissen, Mediathek gehen und dann werdet ihr hier unter Downloads, wo hier auch die Seminare sind, hier werdet ihr dann Analyse-Webinar und dann Teil 1, Teil 2, Teil 3. So, und dann könnt ihr das noch ein Vierteljahr streamen. Ungefähr 3 Monate werden wir das auf der Homepage lassen. Dann können die, die es gebucht haben, dort die Geschichte noch ein Vierteljahr lang streamen. Zum Runterladen ist es nicht. Das ist jetzt gegen keinen persönlich gerichtet hier. Aber wir haben leider zu schlechte Erfahrungen gemacht, dass es immer wieder Leute gibt, die sowas dann auf ihren eigenen YouTube-Kanal hochladen oder in irgendwelchen Foren verbreiten und ich will nicht, dass sowas durchs Netz geht. Und dann muss man sich schon sehr viel Arbeit machen, wenn man so einen Stream nochmal neu aufnehmen will und das dann irgendwie weggeben will.
Scalpen im DAX wird auch erklärt. Den Termin werde ich heute mit Dirk abstimmen, weil diesen Part mit 1, 2, 3, 4 Erklärungen wird Dirk übernehmen. Wie ihr aus dem Blog und so weiter wisst, bin ich eher der mittelfristige Händler im DAX und nicht der Scalper. Weil beim Scalpen kann ich mich nur auf eins konzentrieren und da konzentriere ich mich hier auf den Euro, auf die kurzfristigen Positionen. Das kann ich nicht mit zwei Sachen auf einmal. Und deswegen werden wir einen Abend eine Stunde lang mit Dirk machen, wo Dirk uns ganz bestimmte, auch zwei, drei, vier Setups vielleicht erklärt, die wir auch in Grafiken dann kurz erklären werden, wie er bestimmte Situationen richtig scalpt, weil Dirk geht immer so mit 4, 5 Punkten aus der Nummer raus, manchmal auch mit 7 oder 8 Punkten. Welcher Teil das sein wird, das weiß ich noch nicht. Wir hatten also nur mal angekündigt, dass wir eine vierteilige Serie machen. Die Resonanz war relativ gut und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das. So, Analyse, Webinar, Webinarreihe, so analysieren wir, so handeln wir. In dieser vierteiligen Reihe zeigen wir euch, wie wir uns unsere Marken erarbeiten, welche Hilfsmittel wir benutzen, welche Marken wir dazu noch im Auge haben. Ja, Sigi. Ja, Teil 4 ist das Scalping. Klar, wenn natürlich drinnen steht, die vierteilige Webinarreihe, dann will der Sigi auch eine vierteilige Webinarreihe haben, ist vollkommen richtig. Dann kann man nicht nur von drei Teilen reden, ne? Aber drei Teile sind meine Setups und habe ich auch erklärt. Drei davon sind meine Sachen, auf die ich mich stürze. Und der vierte Teil wird Dirk mit seinem Scalping-Geschichte machen. Ja, jetzt hat er es auch verstanden. Ja, es ist aber, es gibt ja Leute, ne, die gehen zum Chinesen, bestellen 7 Kostbarkeiten und dann zählen sie auch nach, ne? Wehe, das sind dann 6 oder 8. Wenn eine Achte untergeschmuggelt wird, dann weiß man nicht, ist das jetzt ganz legal, und wenn es nur 6 sind, dann wird es reklamiert. Also, den DAX grobe Richtung, der soll die neutrale Kerze von gestern, gucken wir uns die nochmal an, ja, die sollte er nach Möglichkeit bestätigen. Wir werden da vielleicht ein, zwei Sachen heute Nachmittag noch zu erzählen, ansonsten werden wir da am Freitag drauf eingehen. Er hat die 10.837, die er maximal hier oben erreichen durfte oder sollte, die hat er gestern fast erwischt. Wir müssen damit rechnen, dass er noch einen Spike bis da oben hin macht. Ansonsten sehen wir zu, dass er genau diese relativ neutrale Kerze hier bestätigen sollte heute, um dann Richtung Süden zu gehen. Wir werden, sobald er hier unten in dem Bereich 10.650 ist, da 10.712, 10,7 glatt werden wir Break-Even gehen und hier bei 10,650 und dann 10,55 hier sind wir in diesem Bereich, ist er sehr gut unterstützt, den muss er erstmal knacken. Wenn diesen Bereich nicht knackt, dann muss ich die Reißleine ziehen, muss sehen, diese Position zu verlassen. Dann ist das Szenario hinfällig. Ist der Preis von 100 Euro für einen oder für alle vier Webinare, für die komplette Webinarreihe, für alle vier? Deswegen ziehen wir das, oder deswegen werden wir es auch aufzeichnen, werden es auch als Stream zur Verfügung stellen, damit ihr euch das noch ein Vierteljahr angucken könnt. Da wir die Termine jetzt noch nicht festlegen, wir werden am Freitag
Abend starten. Wer uns bei der Vorbereitung ein bisschen helfen möchte, kann uns gerne schon mal Fragen dazu schicken, weil wir machen das ja für euch und nicht für uns und ihr würdet uns ungemein helfen, wenn ihr uns ein bisschen auch das zukommen lässt, was wir dort auch behandeln sollen. Ja, die PDF, die ihr da zum Downloaden habt, das ist die hier. Wir nehmen die. Ein Webinar geht ungefähr eine Stunde. So, hier habt ihr den kompletten Plan für unsere tausendste Veranstaltung am 9., 10., 11. und 12. Dezember dieses Jahr. Hier ist genau alles beschrieben. Wir werden den ersten Abend werden wir kochen, Giovanni, Michael und ich. Am zweiten, an den Samstag, ist dann Lesertreffen von Michael. Da haben wir ca. 100 Plätze. Und am Sonntag und Montag werden Michael und ich zusammen ein Seminar halten über 2 Tage. Was ist wichtiger, das Wo oder das Wie? Immer so nach dem Motto, was zählt bei einem Entry überhaupt? Auf was müssen wir achten? Wie setzen wir die Prioritäten? Ist die Markttechnik wirklich so ausschlaggebend? Müssen wir uns wirklich danach Regelwerken handeln und wenn ja, halten und wenn ja, nach welchen? So, hier sehen wir, dass die Nummer recht knapp war. Aber ich gehe mal davon aus, vor 10 Uhr wird sich hier wenig tun. Also, Plan für heute. Hier könnte er noch die beiden Marken holen, die 10887 und die 10890. Die beiden könnte er holen. Wenn wir hier eine Umkehrformation nach Möglichkeit sogar im 5-Minuten-Chart eine schöne Umkehrformation haben, kann man die nutzen. Long-Positionen richten sich oder sind momentan gegen den Haupttrend. Damit ist man mit Long-Position vorsichtig, also ich jedenfalls. Long-Position würde ich handeln, wenn wir, wenn wir hier unten an so einem Zielbereich ankommen und ein Fake haben, dann würde ich eventuell auch eine Long-Position handeln. Hier oben in diesem Bereich sind sie für mich ausgeschlossen. Also, nochmal ein Rücklauf bis knapp unter die 10890 oder so und dann sollten wir uns Richtung Süden weiterbegeben. Ganz übergeordnet sind wir Richtung Süden immer noch Richtung 105 unterwegs. So. Gucken wir uns mal dieses Gebilde von gestern an. Wenn ihr DAO Pro habt, kann es passieren, dass es zwischendurch nicht anzeigt.
Da muss man einfach das Template nochmal neu laden oder mal ein Ticket ziehen, dann erklärt der Ralf das. So, hier haben wir da fast das gleiche Spiel wie am Freitag. Am Freitag hat er hier ganz kurz das Einstiegsszenario verfehlt. Ja. Ist dann aber direkt ins Ziel gekachelt. Ganz knapp darüber. Hier genau das gleiche. Das haben wir letzte Woche auch schon mal erklärt, dass genau das passieren kann. Im Webinar haben wir das erklärt, wenn die Spanne einfach zu groß ist, dann kann der vorher auch schon abdrehen, wenn bestimmte Marken oder so da eine Rolle spielen. Hier ist er am Mittwoch direkt durch den ersten durchmarschiert, hat im zweiten die Umkehr gemacht, ist dann nochmal hoch, um dann hier doch noch einzulaufen. Gestern eröffnet, direkt hier die Umkehr gemacht, um dann auch direkt in den Zielbereich zu marschieren. Also, das hier sind angedachte Einstiegsbereiche. Wir suchen uns immer eine Umkehr im 5-Minuten-Chart, die nach Möglichkeit funktionieren sollte. Und wenn wir die dann haben, dann sind das auf jeden Fall die Zielbereiche, die er oft sehr genau holt. Da auch ganz knapp drüber long, direkt dahin marschiert, hier sogar zum Schluss richtig mit Musik da, dahin und dann stellt man hier glatt. Hier genau das gleiche, langsam rumgeeiert und dann auf einmal richtig mit Musik da rein, mit einem Peak in den Zielbereich, um dann zurück zu marschieren. So viel zu Dow Pro, aber das werden wir uns heute Nachmittag mal live angucken. In welchem Webinar letzte Woche habt ihr über die verfehlten Dow Pro gesprochen? War leider nicht dabei. Also verfehlt, wir haben lediglich am Mittwochnachmittag im Webinar, habe ich das angedeutet, wo ich gesagt habe, wenn die Spanne zu groß ist, aber das können wir gerne heute Nachmittag, wir können uns ja heute Nachmittag oder morgen Nachmittag oder auch beide Nachmittage mal ein paar Minuten Zeit nehmen und über Dow Pro und den Handelsansatz bzw. die Handelsweise dort reden, obwohl das auch ein Handelsansatz ist, den wir in den Freitagswebinaren mit verwursten werden. So. Jetzt kommt hier endlich ein bisschen Musik rein und keine Angst vor großen Tieren, wenn er jetzt hier durchklickt, vielleicht nochmal bis hier runterläuft und dann hier mir einen Short-Einstieg geben sollte, einen Rücklauf bis an diese Kante, bis an den Zielbereiche. Wenn er den bringt, dann werde ich mir den nächsten Short-Einstieg suchen und das Gleiche noch einmal laufen lassen. Okay. Fragen dazu? Auf den DAX gehen wir heute Nachmittag ein bisschen ein. Nur so als Eckpunkt, ich gehe mal davon aus, dass jetzt erstmal die 10,57 und dann die 10,56 dran ist und dann sollten wir sehen, dass da was passiert. Wir haben wie immer zwei Möglichkeiten. Entweder war es das jetzt da oben, er hat da oben wirklich alles geholt. Die 10,837 ist nochmal so eine Marke, die er sich vielleicht holen könnte. Das könnte nochmal so ein Long-Ziel sein für die Bullen, die vielleicht da oben nochmal glattstellen. Kann passieren. Ansonsten sind wir bei 10,57 und 10,650, 10,620, so in diesem Bereich unten gut unterstützt. Wenn der Bereich bricht, dann geht es ganz zügig nach unten. Ansonsten dürfte er sich jetzt die nächsten Tage langsam Richtung Süden schaukeln, so langsam vor sich hin. Ja, der Hintergrund ist blau, das wird sich hier aber wahrscheinlich nachher gleich ändern. Wer ich bevorzuge morgens oft den Handel nach den Zielbereichen. Wenn ihr mal in den Blog guckt oder so, werdet ihr das auch sehen. Zielbereichshandel heißt, dass er
so ein Zielbereich ja einmal nach Möglichkeit sogar nur einmal verletzen darf, rausspiked und dann wieder zurück, so wie hier, und dann wieder unterhalb von diesem Zielbereich schließt, dann sollte das Ziel der gegenüberliegende sein. Andersrum genau das Gleiche. Aber Vorschlag dazu, auch das werden wir in der Webinarreihe mal mit bearbeiten, diesen Zielbereichshandel. Okay. Jo, dann soll es das für heute früh auch gewesen sein. Dann sind wir hier auch schon weg. Wir werden im Blog die DAX-Geschichte ein bisschen im Auge behalten. Da werde ich die Marken reinschreiben. Viel mehr werden wir auch im Blog nicht machen. Vor allen Dingen möchte ich bitten, so als Abschluss, wir sind zahlreiche neue Mitglieder hier oder zahlreiche neue Leute. Wenn Fragen zum Handbuch oder so sind, bitte stellt die hier im Webinar, damit wir die Webinare auch dafür nutzen können, solche Fragen, die eure Probe treffen, auseinander zu pflücken. Bitte nicht hier morgens sich zurückhalten und dann 2 Stunden später anzurufen und sagen, ja, warum bist du jetzt an diesem Zielbereich long oder warum bist du da jetzt short? Und da war doch der Hintergrund. Sondern dafür sind die Webinare hier da. Dafür ist nicht der Support da. Der Support ist dafür da, euch bei der Plattform, beim Einrichten und so weiter zu unterstützen, aber nicht, um jeden einzelnen Trade auseinander zu pflücken. Und wie gesagt, denkt bitte dran, Ticketsystem. Jetzt haben wir, zack. Genau, wenn er jetzt hier durchfällt, will ich diese Position nochmal mitnehmen. Stop. Direkt dann da oben drüber und das Ziel hier unten hinlegen. Markus, wenn du noch kein Handbuch hast, Markus B. Bitte schicke mir deine Anschrift mal. Bitte nochmal eine kurze Mail, ein Reminder mit deiner Postanschrift. Dann geht das heute hier mit der Post raus. Nikolaus, wir beide machen einen Termin. Wenn du ein Ticket ziehen kannst, zieh bitte ein Ticket. Wenn du kein Ticket ziehen kannst, schick mir bitte eine Mail. Dann schalte ich dich fürs Ticketsystem frei. Und dann machen wir einen Supporttermin, dann werde entweder ich oder Ralf eher wahrscheinlich per Fernwartung bei dir draufkommen, werden uns den ganzen Spaß mal bei dir angucken und einrichten, damit auch du das gleiche Chartbild hast wie wir. Okay. Also ideal ist immer ein Ticket zu ziehen, weil dann kann ich das Ticket an denjenigen geben, der das auch bearbeiten soll. Und wer im Ticket nicht klarkommt, dann bitte eine Mail schicken, dann leite ich die an denjenigen weiter, der das macht. Göttingen ist welches Wochenende? Da, Christian, das kannst du hier runterladen. Da ist die PDF hinterlegt. 9., 10., 11., 12., also 9. bis 12. Dezember. Grund ist, dass es meine 1000. Veranstaltung ist und am 1. Advent 2006 haben wir Forex Pro System ins Leben gerufen und das heißt, am 1. Advent sind es genau 10 Jahre. Und Thorsten, auch eine Frage zum Handbuch. Habe es noch nicht bekommen. Gibt es das schon in Deutsch für den Stereotrader? Ich habe es auch noch nicht. Also, Handbuch Stereotrader ist in Deutsch ist fast fertig. Der Fabian sitzt da dran und wer das Handbuch in Deutsch haben möchte, wird es. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
Nee, zum Download glaube ich eher nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also es dauert noch ein, zwei, drei Tage, weil es muss noch Korrektur gelesen werden und dann werden wir es auch hier in den Webinaren bekannt geben. Okay, das soll es auch gewesen sein. War auch ein Haufen organisatorischer Kram heute Morgen, aber der Euro hat uns ja auch die Möglichkeit gegeben, ein paar Sachen organisatorisch zu besprechen. In diesem Markt ist nicht so doll. Dann kann man sich auch um so eine Sachen kümmern. Also sehen wir uns wieder heute Nachmittag um 15:15 Uhr, wenn nichts dazwischen kommt. Okay? In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und dann sehen wir uns heute Nachmittag wieder. Und bitte haltet euch auch den Donnerstagabend frei. Donnerstagabend ist Stereo lernen. Okay? Also bis heute Nachmittag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten.